Ja, danke, dass Sie sich für ein kurzes Interview für Madsport TV bereitgestellt haben. Wir haben vor der Kamera den Herrn Klimowski. Klimowski ist der Teammanager von FC Rot-Weiß Koblenz. Ja, wir würden gerne fragen, wir haben erfahren, dass Sie um 5 Uhr morgens von Düsseldorf gestartet sind, beziehungsweise ab 5 Uhr hat Ihre Busreise begonnen. Wie war Ihre Reise? Willkommen in Antalya, im Cedar-Star. Wir würden gerne erfahren, wie war die Reise bisher? Ja, also grundsätzlich ist alles sehr gut gelaufen. Wie gesagt, wir sind heute Morgen gegen 5 Uhr aufgebrochen und haben uns dann auf den Weg gemacht, sind dann im Flugzeug unterwegs gewesen und sind dann früher als gedacht hier in Antalya angekommen und sind dann nochmal eine gute halbe Stunde bis zum Hotel gefahren und ja, war alles bisher super und ja, kann mich nicht beklagen. Also alles top. Gleiche erste Trainingseinheit der Mannschaft, sehen wir auch gerade. Die Mannschaft geht kurz mal verschnaufen. Wir würden gerne fragen, was haben Sie für Bedingungen hier vorgefunden? Wie gefällt euch das? Was sind die ersten Eindrücke so? Ja, also wir haben eben im Hotel eingecheckt und haben schon mal eine erste Mahlzeit als Stärkung zu uns genommen und das war wirklich super. Also wir waren auch schon mal am Pool und am Strand, alles besichtigen. Also könnten wir nicht besser vorfinden und jetzt haben wir unsere erste Trainingseinheit hier vor Ort und ich muss sagen, die Rasenbedingungen sind wirklich top und auch Flutlicht und so weiter und so fort. Also wirklich ein rundum gutes Paket. Ja, dann noch die letzte Frage. So, wie war die Organisation bisher, so Buchungsabläufe? Hat alles reibungslos funktioniert? Und was würden Sie der Madsport-Agentur dann noch auf den Weg mitgeben? Also da muss ich wirklich ein ganz großes Lob aussprechen. Es ist ja immer schwierig, gerade im Januar einen Trainingslager zu planen, wo nicht immer ganz klar ist, wie der Kader aussieht. Und wir haben wirklich bis zur letzten Minute am Kader gefeilt, sogar heute Nacht noch kurz vor dem Abflug Änderungen vorgenommen. Und also selbst nachts war da noch ein Ansprechpartner zu sprechen. Also von daher ein ganz großes Kompliment und also Verbesserungsvorschläge kann ich Stand jetzt nicht machen. Und also wirklich super, wie was für Arbeit hier geleistet wird. Und das ist halt auch das, was man sich als Verein einfach vorstellt. Ja, recht herzlich vielen Dank. Die Mannschaft kommt doch jetzt wieder auf den Platz. Danke, dass du dich bereit erklärt hast für ein kurzes Interview. Dann wünschen wir noch einen reibungslosen Ablauf und ja, einen guten Verlauf des Trainingslagers. Und ja, dann sehen wir uns die Tage nochmal. Ja, vielen Dank.